Tag Leute, schön, dass ihr alle da seid. Unser toller Moderator, der Ludo, ist gerade auf dem Klo, deswegen habe ich das mal kurz übernommen. Als ja, jeder muss doch mal. Als nächstes der Lukas bei uns auf der Bühne. Willkommen mit mir, den Lukas. Lukas! Servus Leute. Alles cool, seine Stimme durch das Mikrofon zu hören. Zum Glück habe ich einen Text mitgenommen, sonst würde ich ihn jetzt sicher vergessen von den ganzen Leuten. Also, wisst ihr, was ich finde? Ist doch irgendwie komisch, oder? Ja? Ach so. Sonst schicken die mich weg, gell? Okay, es ist doch irgendwie komisch, oder? Ist doch irgendwie komisch, dass jetzt auf der Welt so viele Leute aufstehen müssen, um der Politik zu sagen, hey, wir haben euch gewählt. Oder nicht gewählt. Ihr macht doch Politik für uns. Ist doch komisch, oder? Ist doch komisch, dass wir anscheinend nicht systemrelevant genug sind. Dass wir anscheinend nicht genug Geld haben. Anscheinend bräuchten wir noch viel mehr davon. Ich meine, ich würde doch sicher sehr, sehr gerne jetzt mal nach Berlin fahren. Und dann mich in so einem gemütlichen kleinen Hinterzimmer mit Salon und beim guten Wein mit der Merkel treffen und ihr so sagen, was ich so ihr sagen möchte. Ich meine, wahrscheinlich, es würde sie wahrscheinlich auch nicht so sehr ängstigen, wenn ich ihr sagen würde, dass ich meine Parteispenden an sie jetzt einstellen werde oder sowas, aber ich brauche einfach viel mehr Geld dafür. Es ist doch irgendwie komisch, dass wir alle sehr demokratisch sind, und unsere Regierungen, die haben wir auch alle ganz demokratisch gewählt, und dass wir dann aber morgen aufstehen und jeden Tag in eine Diktatur gehen und es dann Arbeit nennen. Das verstehe ich nicht. Finden wir das auch komisch? Es wirkt doch so, als ob die Regierenden nicht an der Macht sind und als ob die, die wirklich an der Macht sind, nicht in der Regierung sitzen, sondern woanders. Es ist doch komisch, dass es in Deutschland eine Bank gibt, die mit Geld gehandelt hat, von dem nur 2% gut ihr wirklich auch gehört haben und dann das Ganze zusammengebrochen ist. Na, das ist jetzt eigentlich nicht komisch, aber es ist komisch, dass sich die Bank dann darauf verlassen kann, dass am Ende der Staat dafür einspringt und sozusagen jetzt so rien va plus eine neue Runde eröffnet. Ich meine, das ist doch komisch, das ist doch so, als ob du ein Haus hättest und direkt vor diesem Haus steht ein Riese und sagt, fütter mich, sonst falle ich auf dein Haus. Falle ich um. Ja, und dann schaltet man den Fernseher ein und da steht dann ein Politiker und sagt, ja, der Markt, der wird alles regeln. Der Markt. Der kümmert sich dann auch um die Schwachen und Benachteiligten. Und das ist komisch. Und ich kenne mich auch nicht so besonders gut aus und weiß auch nicht besonders viel von der Welt und bin ein Anfänger und stehe zum ersten Mal auf einer Bühne. Aber ich stelle einfach ein paar Fragen. Danke. Nächstes ist Tim. Hi, hallo liebe Mitmenschen, ich bin der Tim. Ich werde jetzt keine so super große Spaßrede halten und ich gehe auch nicht auf, ich bin immer so ein bisschen Spaßverderber, Stimmungsverderber. Aber ich fange einfach mal an. Was stört mich so gerade hier so insgesamt? Das erste ist der Markt. Was ist der Markt? Der Markt ist nämlich ein omnipotentes, was auch immer, omnipotenter Heiland, der alles repariert, oder ein omnipotenter Teufel, der alles kaputt macht. Das ist ein riesen Bullshit, weil der Markt ist erstens schon mal niemals sozial, der Markt ist niemals frei und der Markt ist auch niemals irgendwie böse. Der Markt ist einfach nur ein mathematischer Mechanismus, den wir einsetzen können oder nicht. Und es ist einfach nur ein Werkzeug, das wir kontrollieren können. Es ist wie ein Schraubenschlüssel. Mit Schraubenschlüssel kannst du super gut Räder andrehen, aber du sollst einfach nicht deine Suppe mit essen. Das macht keinen Sinn. Und genau das machen wir in den letzten Jahren immer mehr. Wir versuchen alles, was wir haben, mit einem Schraubenschlüssel zu reparieren und das haut einfach nicht hin. Das ist der Markt. Und deswegen hören wir bitte mal auf, vom Markt als ein super großes Ding, das alles kontrolliert, zu sprechen, sondern ganz klar zu sagen, wir haben dieses Werkzeug unter Kontrolle. Wir können es unter Kontrolle bringen und wir sollten uns überlegen, wo wir es einsetzen, wo wir es nicht einsetzen.
Zweite Sache, die Krise. Jetzt wieder Krise, wir stehen wieder hier. Bei der letzten Krise sind wir auch wieder hier gestanden. Und wenn wieder Boom ist, gehen wir nach Hause und freuen uns, weil Boom ist und so weiter. Und ganz ehrlich, solange ich mich erinnern kann, ich bin noch relativ jung und so weiter, solange ich mich erinnern kann, war immer schon Krise. Da war zuerst Arbeitslosigkeit unter Schröder, dann war, nach 11. September war irgendeine Krise, dann war wieder eine Krise und jetzt ist wieder Krise. Und dazwischen war immer, ja, super, Krise ist ausgestanden, es geht wieder bergauf, weil es zwischen den Krisen auch bergauf geht. Nennen wir es, wie es ist, wir haben keine Krisen, wir haben einen degenerativen Zustand, genau. Dankeschön. Nächste gammelige Sache ist die Banker. Die Banker, da ist ein Schild, die bösen Banker. Was sind die Banker, diese üblen Leute? Die Banker sind die Leute, die wir beauftragt haben, dass sie mit unserem Geld herumhandeln. Das sind die Banker. Die machen genau das, was wir auch alle machen. Sie stecken sich die Scheiße in die Tasche und sind auch alle nur Teile von diesem System. Und es wird nichts sich daran ändern, wenn wir jetzt die Banker anpöbeln und die Banker anschimpfen. Aber wenn wir das alles haben, wenn wir jetzt die Banker anschimpfen, wer ist denn schuld? Die Politiker, klar, muss mal zugeben, ich bin selber so eine Art Politiker. Die Politiker sind schuld, weil die Politiker, die es machen, die treffen sich da oben im Hinterzimmer, machen, was sie wollen. Ganz ehrlich, Politiker haben keine Ahnung, was passiert, weil wie sollen sie haben, es redet ja keiner mit ihnen. Wir treffen uns lieber hier auf einem Platz, jedes Mal, wenn Krise ist, treffen wir uns für eine Demo, besorgen uns ein gutes Gewissen, weil wir es gemacht haben, wir waren auf der Straße, wir haben es ja gesagt und dann gehen wir nach Hause. So ein Politiker, der in seinem komischen Amt sitzt, der braucht Input, der braucht Arschtritte von uns. Ich sitze in einer Parteiorganisation drin, ich sage nicht welche, ich mag so nicht werbetechnisch hier ausschlachten. Ich sitze selber in einer Parteiorganisation drin und was ist die Sache? Wir versuchen irgendein kapitalismuskritisches Programm aufzustellen, das Ergebnis ist, niemand interessiert, weil niemand mitarbeiten möchte, konsequent an Lösungen. Also man möchte lieber nur kurz mal auf die Straße gehen und sich sein gutes Gewissen erkämpfen. Und ich habe genauso hab ich wieder eine Liste bekommen, wo war es? Hier zu, wie übel ist eine Bank, wechseln Bank und geht es in eine Bank, die nicht ganz so übel ist. Leute, Boykottsysteme haben in der gesamten Welt nur eines gebracht, und das weiß jeder, das einzige Boykott, das jemals gebracht haben, ist, dass sie uns persönlich ein gutes Gewissen verschafft haben, mehr nicht. Ein Boykott hat noch nie ein System ins Wanken gebracht. Das einzige, was ein System ins Wanken bringen kann, ist, wenn wir Gesetzesänderungen machen, diese Gesetzesänderungen machen wir nicht heute hier auf der Straße, diese Gesetzesänderungen machen wir dann, wenn wir über die nächsten Jahre aktiv was dran arbeiten. Deswegen freut mich, dass ihr hier seid, freut mich, dass wir jetzt alle was gemacht haben. Ist auch Zeit geworden, dass wir endlich mal wieder eine kapitalismuskritische Demo machen. Freut mich, ist eine gute Sache. Aber bitte geht nicht einfach nach Hause, sondern engagiert euch. Und auch in den Parteien, ich weiß, sie sind böse, wir haben ja das ganze Sache liberalisiert und Hitler war auch Politiker. Ganz ehrlich, wir brauchen Leute, die uns Input geben, die mit uns mitarbeiten. Und macht das einfach. Dankeschön.